Da sind wir schon wieder zurück und hoffen, dass wir endlich unsere Grenzen so weit erweitern können, dass wir uns den weiteren Zielen dieser Karte widmen können. Und damit herzlich willkommen zurück zu. Ach ja, Pioneers of Pagonia ist schon wirklich. Also, es sieht so friedfertig und cool aus, ne? Kudos. An die Idee mit den Tischen, die ist nicht schlecht. Also ein bisschen so dezentralisiert vor allen Dingen. Ach, es sieht einfach nett aus, wenn ich sehe, wie die essen und so weiter. Ja. Tja, dann gucken wir doch mal, was passiert hier oben. Das ist das einzige Gebäude, was ich bisher die aktuell priorisiere. Geht es? Es geht. So. Aha. Super, also die kriegen alles, was sie wollen, und wir versuchen hier diesen. Ah, ist eingeschlossen. Jetzt geht es wirklich nur darum, wie lege ich denn hier die Straße dahin? Okay, gucken wir mal. Ach, verdammt, ist noch nicht ganz eingeschlossen. Die Straße muss von da hinten kommen, okay. Die Baustellenträger habe ich wahrscheinlich per se auch genug. Brauche ich nur noch 10, 11. Die Objektträger, guck mal doch mal. Wir haben. Oh. Ach ja, entschuldigt bitte, es ist doch noch etwas früh am Tag. So, das scheint ja hier alles hervorragend zu funktionieren. Die Kohle wird weggeliefert. Das wird mir nicht viel. Ah ja, apropos. Ne? Was noch? Perfekt. Tja, jetzt warten wir noch darauf, bis hier so ein paar Grenzsteine drumherum gebaut werden, damit wir echt den Anschluss hier machen. So, Ärger. So, wo ist die Garnison? Meine Garnison ist hier. So. Ah, da arbeiten die Leute auch fleißig. Dicke. Ja. Entdecken sogar nach. Ach, die Karte. Okay, wow, die entdecken echt ein riesiges Gebiet ab. Ja. Ja, mehr Kohle. Ist noch kein Personal anwesend. Achso, die Frage wäre. Die Frage muss man sich tatsächlich
Dylan. Okay. Ja. Da. Gucken wir mal, dass wir genug Rucksäcke hier produziert kriegen und dann würde ich sagen. Und da ist er wieder nach dieser kleinen Unterbrechung. Keine Sorge, ich habe keinen Schlaganfall bekommen. Ich habe einfach nur auf die Uhr geguckt und gehofft, dass ich die 10 Minuten voll kriege. Das hat nicht geklappt, deswegen hier die zweite Hälfte. Aber ihr seht es ja eh in einem Video. Also, Schmarrn. So, was haben wir denn noch offen? So, den Außenposten versorgen. Das wird cool, weil da sind wir ja schon fast so weit, dass wir das machen können. Da fehlt uns nur noch jetzt. Ja. Ah. Jetzt geht's ab. So, soweit haben wir das bisher. Jetzt ist die Frage. Tja. Super. Ewige Transportweg. Ja, denn hin damit. Na, das sollten wir doch alles haben. Okay, so. Das haben wir also soweit. Oh, der Zug bremst etwas stark. Naja. Cool, aber dann haben wir noch das hier. Da weiß ich noch nicht. Ach ja. Das Obligatorische. Ach so, Lernerhabe. So, sehr gut. Ich frage mich, ob die sich bis dahin durcharbeiten, wie das funktioniert genau. Naja, gut. Sagen wir mal, weg. Dann kannst du mich dahin. So. Okay. Irre. Ja, ich würde mal sagen, das wird witzig.
So, und dann gucken wir noch mal. Transportieren wir den schon? Ja. Ach so, nein. Da wird die letzte kleine Enklave aufgehoben. Naja, so ist das halt. Ja, und dann würde ich sagen, weil das ja nur der zweite Teil ist, sind wir dann jetzt auch am Ende. Ja, und dann würde ich sagen, danke, dass ihr mir zugehört bis hierhin und zugesehen habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel, in der Endcard und im Zug zwischen Dortmund und Köln. Und bis dahin viel Spaß beim Errichten eurer eigenen Kolonie. Wünscht euch euer Aha. Willkommen in Pagonia, liebe Pioniere, und danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich meine Siedlung aufgebaut habe. Für weitere Siedler 1 Let's Plays, klickt hier. Für weitere Siedler 7 Let's Plays, klickt hier. Für weitere Command & Conquer Let's Plays, klickt hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß beim selber Siedeln, wünscht euch euer Aha!